Die Wiener Fans fordern von ihrer Mannschaftsführung, konsequent mit vier Linien zu spielen. Aber heute hat aufgrund der vielen Ausfälle Kevin Gaudet keine andere Chance. Er hat gerade mal 9 Stürmer und 6 Verteidiger. Also die Capitals sind großen Personalnöten, aber sie spielen beherzt. Die Jungen, die sonst wenig Verantwortung übernehmen können und dürfen, können sich heute zeigen und beweisen. Die erste gute Möglichkeit haben aber die Grazer. Hier zweimal Paré, scheitert aber letztlich an Capitals Goalie Adam Hauser. Das erste Drittel ein wenig Schaum gebremst von beiden Seiten. Die Defensivabteilungen spielen sehr diszipliniert, sehr konzentriert. Hier gibt es den ersten Ausschluss gegen die 99ers. Aber die logische Folge war eben ein 0:0. Und erst im zweiten Drittel fällt dann das erste Tor. Und es fällt durch einen der Jungen. Martin Ulmer macht es hier selber. In der 26. Minute die Führung für die Capitals. Sehr schön gemacht. Bezwingt Goalie Fabian Weinhauser mit dem Schuss ins kurze Kreuz. Dann Powerplay-Situation. 5 gegen 3 zum zweiten Mal bereits. Und die nützt David Rottmann mit einem sehenswerten Tor. Mit dem Rücken zum Tor stehend. Backhandschuss 2:0. Nachzuspiel von Kasparsson. Da beschwert sich Kapitän Craton über alle Maßen nach einer korrekten Entscheidung der Linienrichter und bekommt dafür eine 10 Minuten Disziplinarstrafe. Ja, aber so kennt man Craton, damit schwächt er letztlich seine Mannschaft selbst und führt indirekt den Anschlusstreffer der Grazer herbei. Powerplay-Tor nach langem, endlich ein Powerplay-Tor für die Grazer durch Darcy Wawrinka. Nur noch 2:1 Führung für die Capitals. Aber dann Martin Ulmer mit seinem zweiten Treffer bringt die Vorentscheidung. Der 22-jährige Vorarlberger auch im Powerplay. Schöner Schuss. Und das ist 8 Minuten vor Ende praktisch die Entscheidung. Und dann serviert noch tolle Schall auf Craton. Der macht damit einiges gut. Die Capitals gewinnen 4:1. Ein Sieg, zu denen man den Capitals nur gratulieren kann, mit diesen Personalnöten doch noch so klar gegen die Grazer zu gewinnen. Ja, ich denke, die erste Drittel, wir haben eine sehr gute Grazer Mannschaft gesehen. Sie sind die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Sehr, sehr taktisch diszipliniert. Und am Anfang, sie hätten auch 1-2-0 gemacht. Und wie gesagt, die Torwahl war sehr solide. Und danach, wir haben Power gekriegt und Energie. Und ich denke, wir haben verdient gewonnen am Ende. Well, wir haben eigentlich in der ersten Drittel sehr gut gespielt. Dann das zweite Drittel fangen wir an. Gut, wie weiß schon, wir haben einfach ein paar Mal das Schabe verloren. Und oftmals ist eine Minderheit. Und dann haben wir zu viel in der Minderheit gespielt. Dann waren wir ein wenig frustriert und haben wir unser Spiel nie gefunden in der zweiten Drittel.